Authentische Musik von einem authentischen Musiker. Helge Holm heute Abend bei uns zu Gast in Late Night. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Helge Holm, wo genau kommst du her? Nicht bei uns aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, eher so aus dem niedersächsischen Raum. Richtig, ich bin aus dem niedersächsischen Raum. Ich bin gebürtiger Braunschweiger und wohne inzwischen ein bisschen auf dem Lande westlich von Braunschweig. Musikalisch bei dir, wann hat es angefangen? Schon ganz, ganz weit früh zurück? Schon in Schulzeiten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es hat im Prinzip sehr früh angefangen. Ja. Es fing an mit Blockflöte im Kindergarten, über Schulchöre, Musik-AGs. Das hat alles für mich so ein bisschen die Leidenschaft geweckt, was die Musik angeht und natürlich auch das Konsumieren von Musik, die damals lief in den 70er Jahren, verrate ich ja kein Geheimnis, das hat ja auch viele fasziniert, die Musik damals, die ja heute auch teilweise wiederkommt. Und in der Tat, absolut. Deswegen bin ich immer noch gerne dabei. Ja, Multi-Instrumentalist. Alleine, wenn man sich das Album anschaut, hier vorne steht es ja, It Happens All The Time. Was hast du da wirklich alles selber eingespielt bzw. selber eingesungen? Was kommt komplett alles von dir? Ist es komplett in Eigenregie alles von dir auch gemacht worden? Nicht ganz. Es ist so, dass ich sicherlich den Löwenanteil dazu beigetragen habe. Also ich habe natürlich die Songs geschrieben, sonst hätte ich es auch nicht für korrekt befunden, sie unter meinem Namen zu veröffentlichen. Ich habe im Wesentlichen die erste Stimme gesungen, habe mir Background-Gesang dazu genommen und spiele Gitarren und Keyboards auf der CD. Bass und Schlagzeug habe ich wieder extern hinzugenommen. Okay. Woher stammt die große Liebe zur Gitarre bei dir? Es hängt mit der Musik zusammen, die ich damals gehört habe, mit der ich sozusagen sozialisiert worden bin aus den 70er Jahren. Das war ja gitarrenbasierte Musik im Wesentlichen. Aus Großbritannien bestimmt auch viel. Großbritannien, ne? die Glitterbands, Glitterrockbands damals, Sweet T-Rex, so etwas, als das aufkam. Und das war eigentlich überwiegend Musik auf der Basis der Gitarre. Und mich hat dieses Instrument eigentlich am meisten fasziniert. Ich mag auch gerne Blasinstrumente, höre auch gerne ganz andere Dinge, aber Gitarre fasziniert mich eigentlich immer noch am meisten, weil es das Instrument ist, mit dem man auch wirklich am meisten machen kann. Ja, Pressekollegen haben über dich geschrieben, eine späte Musikkarriere, die späte Musikkarriere des Helge Holm. Seit wann hast du genau den Plattenvertrag? Ist auch noch nicht so lange irgendwie, ne? Nein, das ist nicht so lange her. Wir haben uns im Sommer letzten Jahres zusammengefunden, Seven Us Records und ich, und haben das Album auf den Weg gebracht. Und das Erscheinungsdatum ist der 16. Oktober letzten Jahres gewesen. Ja. Ich habe natürlich schon lange vorher Musik gemacht, aber es war... Sagen, ja, klar. Auch unter einem anderen Namen, glaube ich, vor ein paar Jahren. Da war noch, das war so Featuring Helge Holm. Richtig, ich habe eine erste CD veröffentlicht unter dem Namen The Following Flames. Und das war auch im Prinzip schon mein eigenes Baby gewesen. Aber seinerzeit habe ich halt noch ein bisschen mehr gedacht, dass ich eine Gruppe daraus entwickeln könnte. Ja. Letztlich haben sich die Dinge aber so entwickelt, dass ich sozusagen das Ganze alleine unter eigenem Namen auf eigene Kappe nehme und auch alleine dann vertrete. Ja. Was genau sind die Themen bei It Happens All the Time? Beziehungsweise wo findest du die Inspiration, die Songs zu schreiben, beziehungsweise über bestimmte Themen zu sprechen? Es sind überwiegend Alltagsthemen, wobei ich die Texte nicht für das wesentlich Wichtige daran erachte. Also die Texte dienen bei mir in erster Linie dazu, die Musik zu transportieren. Ich lasse mich von alltäglichen Dingen inspirieren. Das sind Kommunikationsstörungen mit der Telekom, genauso wie eine hübsche Strandpromenade, die ich sehe und über die ich dann versuche, irgendetwas zu schreiben. Du bist ja nicht nur auch als Musiker unterwegs, was ich bei dir auch ganz spannend finde, auch schauspielerisch gibt es da einige Sachen. Eine richtige Krimiserie, die spielt bei euch, glaube ich, oben auch in Niedersachsen. Da hast du tatsächlich auch eine Hauptrolle bekommen. Ja, das ist etwas, was sich parallel dazu ergeben hat. Ja. Auch das ist erst seit dem letzten Jahr auf den Weg gebracht worden. Ich habe also das Glück, dass ich einen Krimi-Autor kenne, seit Kindesbeinen an, der schon mehr als 170 Krimis geschrieben hat. Der hat sich nun... Ja, der hat sich nur mit einem Regisseur zusammengetan, Jonas Jarecki, und die beide zusammen haben die Idee entwickelt, auf der Ortsebene Braunschweigs Krimi-Filme mit Lokalkolorit zu drehen, auch an Originalschauplätzen, und haben natürlich zunächst mal mit auch Darstellern aus der Region angefangen. Inzwischen hat das weitere Wogen geschlagen, sind also auch schon diverse Profischauspieler dabei. Und ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich dazu stoßen durfte.
zunächst ein bisschen Filmmusik gemacht habe. Auch bestimmt musikalisch was dazu. Zunächst mal habe ich mich als Filmmusikschreiber angeboten und dann war noch eine kleine Nebenrolle zu besetzen. Da habe ich dann einen Schrebergärtner gespielt. Okay. Ich weiß nicht, ob das das Überzeugende daran war, aber mir hat das dann für die dritte Folge, die jetzt demnächst Premiere hat, auch eine Hauptrolle eingebracht. Also wirklich auch im Kino dann bald zu sehen? Ja, wird im Kino gezeigt. Am 10. Mai in Königslutter läuft die dritte Krimi-Folge. Sanddorn heißt Sanddorn. Diese Krimis. Wir können vielleicht mal ganz kurz auch in den Trailer reinschauen, weil auch im Trailer, muss ich sagen, da habe ich auch einen alten Bekannten erkannt, einen sehr guten Freund der Sendung. Wir gucken mal ganz kurz rein, so sieht das aus. Mhm. Sanddorn mit Helge Holm als Schauspieler diesmal. Entschuldigung, wer ist da? Was erzählen Sie denn da? Papa, hier ist Alex. Bitte mach alles, was Sie sagen. Die wollen mich umbringen. Der Entführer hat sich gemeldet. Wir haben ein Lebenszeichen von Rubels Tochter erhalten. Was wollt ihr denn von uns? 1 Million. Aber das bist du ihnen anscheinend nicht wert. Mein Vater verarscht euch nicht. Das würde er niemals tun. Müsste Alexandra nicht schon längst zu Hause sein? Sie wird schon kommen, sie ist doch keine 12. Ja, das scheint Papa aber vergessen zu haben. Ich habe sein Theater deshalb total satt. Das ist unser Mann. Das ist ein Bulle oder was? Und du? Hast du einen Piller oder was? Wenn ich bis Mitternacht nicht zurück bin, leg dir die Kleine um. Kapiert? Hier ist deine Kündigung. Das kannst du nicht machen. Doch. Komm. Raus. Nein. Raus jetzt. Wir müssen was tun. Ich muss was tun. Und ihr müsst mir dabei helfen. Ich wollte doch gerade sagen, da ist unser alter Freund Monte auch drin zu sehen. Frank Montenburg, ja, in der Tat. Hm? Momentan ist er, glaube ich, mit dem Münsteraner Tatort unterwegs, ja, mit Kommissar Thiel und Co. Also da ist er auch gerade eine ganz, ganz große Rolle. Auch sehr, sehr spannend, dass du das auch noch neben der Musik machst. Machst du es denn wirklich komplett jetzt auch hauptberuflich, die Musik? Weil du hast natürlich auch normalen Beruf auch gehabt, aber gerade jetzt auch mit dem Plattenvertrag. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du jetzt irgendwie so eine Pause erstmal einlegen müssen, damit du komplett Musik machen kannst? Ja, in der Tat, so habe ich es gemacht. Ich wusste, dass es ein bisschen sich zuspitzen würde und dass jetzt nach dem Plattenvertrag und nach der Geschichte mit der Schauspielerei so ein bisschen Entscheidungen zu treffen waren. Und ich hatte die Gelegenheit, so ein Sabbatjahr zu nehmen. Man kennt das unter diesem Begriff. Ja. Ich habe mich also ein Jahr freistellen lassen, um in dieser Zeit jetzt einige Projekte zu verfolgen. Da bin ich jetzt mittendrin und nach Ablauf dieser Zeit schauen wir weiter. Wunderbar. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin, Helge Holm. Wir werden dich gleich noch mal live hier bei uns auf der Bühne sehen. Möchte aber auch den Zuschauern nicht ein Musikvideo auf gar keinen Fall vorenthalten. Das ist nämlich auch von deinem Erstlingswerk. Es heißt Carry On. Und dann sehen wir dich gleich noch mal definitiv hier bei uns auf der Bühne. Helge Holm, vielen, vielen Dank schon mal. Ich danke.